letzter Punkt jetzt nochmal, das war auch nochmal gerade zum Jahresmeeting, wir sind ja gerade im Jahresauftakt, auch nochmal so zum Nachdenken und Anregen und so, finde ich auch nochmal, also haben wir nochmal lange drüber nachgedacht an sich. Und an sich, grundsätzlich vom Konzept her, macht es Sinn, zwei Finanzplanungen zu haben, so fürs Jahr. Und zwar hat man eine Finanzplanung, die übergeordnet strategisch ist und die den einzigen Zweck hat, sich die richtigen Fragen zu stellen und aktivierend zu wirken. Die zweite Finanzplanung ist die, die konservativ laufend als Forecast läuft und auf der Basis man wirtschaftliche Entscheidungen trifft. Trifft man auf der aggressiven strategischen Planung Entscheidungen, macht man manchmal Dinge, die viel zu teuer waren. Trifft man auf der anderen und plant nur aus der Sicht, ist man viel zu konservativ, stellt sich die falschen Fragen und wächst zu langsam. So. Und deswegen braucht man an sich, muss man eigentlich in so einem Jahresmeeting, haben wir genauso gemacht, das über das Jahresmeeting, wir sind erstmal reingegangen und haben gesagt, okay, dann lass doch mal planen auf dem mindestens mal dreifachen Umsatz vom jetzigen Jahr. Was müssen wir machen? Einfach mal so reindenken und zu sagen, okay, was ist denn, wenn ich jetzt dreimal, fünfmal, zehnmal mehr Umsatz plane im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr alleine. So, dann denkt man schon, okay, klappt nicht. Ja, warum klappt es nicht? Ne? Was ist dafür notwendig? Und dann fängst du an, es runterzubrechen. So, und dann geht man in die Themen rein. Dann kommt man auf die richtigen Fragen und kommt an die richtigen Bottlenecks. Und das ist das, was du haben willst. Okay, warum geht es denn nicht? Warum kannst du jetzt, also was würde es denn bedeuten, wenn wir jetzt 10 Millionen Umsatz machen? Wie viele Neukunden sind das? 900 im Jahr. Okay, wie viele Neukunden sind das im Monat? Alles klar, 75 im Monat. 75 im Monat, so musst du es dann einfach mal runterbrechen. Dann hast du so 10 Millionen, dann sagst du, okay, 900 Neukunden wären das. Das wären 75 pro Monat. Was bedeuten 75 pro Monat? Vorausgesetzt, man hat eine Closing Rate, wenn man richtig gut ist, bei 75%, habe ich 100 zum Beispiel Beratungen im Monat. Bei 100 Beratungen, wie viele Leads muss ich dann haben? Okay, jeder Dritte kommt nur durch, ich habe 300 Leads. Wie viel Leads, was kostet mich ein Lead? 300 Euro zum Beispiel. Dann weiß ich, okay, wie viel Adspend brauche ich dafür? Und dann musst du gucken, okay, wenn ich den über eine MX finanziere und hier mein Sales Cycle da ist, dann könnte ich das doch schaffen. Aber jetzt muss ich mal gucken, 100 Beratungen. Wie viel ist das denn? Das sind 25 Wochen. Kriegt das einer überhaupt hin? Brauche ich noch einen? Muss die jemand vorqualifizieren? Das heißt, ich gucke schon mal an, wie mein Sales-Team sein muss. Wenn 75 Neukunden sind, wo würde es als nächstes sofort brechen? Es würde sofort in meinem CFO-Service brechen. Wie sollen 75 Kunden im Monat angebordet werden? Geht nicht. Warum geht das nicht? A, Effizienzgewinne muss man sich dann angucken. B, wie viele Leute brauchst du dafür? Und so kannst du langsam so definieren, wie dein Bereich aufgehen muss, damit das überhaupt möglich wird. Und so denkst du anders nochmal aus einer anderen Ebene über dein Geschäft nach. Was muss vielleicht automatisiert werden, weil es gar nicht mehr über händische Arbeit möglich ist? Gleich wieder in Backlog, ab in die Prozessoptimierung, weil es eh Sinn macht, das zu bauen. So, und wenn wir 10 Millionen Umsatz machen könnten, würden wir es schon tun. So, das heißt, wir machen es nicht, also gibt es irgendwo ein Hemmnis dahinter. Und so denkt man dann einmal drüber nach, übergeordnet und designt die Firma nochmal auf Wachstum. Das ist halt das Spannende dahinter. Einfach einmal abstrakt denken und dann nicht die Blockade in der Luft haben, sondern nicht aus dem Status Quo herauszudenken, sondern auf dem White Paper. Weißes Blatt Papier, wie muss ich jetzt die Firma planen? Wie muss ich dann, was für Mitarbeiter habe ich dann? Wie ist mein Organigramm aufgebaut? Wie viele Leute habe ich im Onboarding? Wie viele Leute habe ich im Vertrieb? Wie sieht es bei euch aus, wenn ich jetzt hier, Oksana, bei dir, wenn ich dann jetzt sage, okay, wieso machst du dieses Jahr keine 20 Millionen Umsatz? So, dann sage ich, okay, geht nicht. Ja, warum geht das nicht? Okay, was müsste dafür passieren? Was ist mit dem Lager? Was ist mit dem Einkauf dahinter? Was ist mit dem Fulfillment dahinter? Geht das von der MX-Karte? Oder hast du da eine Auslastung? Dann muss man sich vielleicht eine neue Kreditkarte suchen. So, solche Themen kommen dann auf, weil eigentlich E-Commerce relativ skalierfähig. Okay, warum nicht? Ne? Und so muss man sich dann einmal rüber runter aktivieren und einmal von oben nach unten runterbrechen, wie die Organisation aufgebaut sein muss, damit dieses Wachstum möglich ist. Und da ist die erste Frage wirklich einfach mal 3, mal 5, mal 10. Was muss passieren, damit ich das nächstes Jahr schaffe? Und so ein Re-Engineering quasi der Situation, die gegeben sein muss, um in diesem Zielbild zu sein. Das ist eine coole Übung, um in so einem Jahresmeeting zum Beispiel seine Firma nochmal aufzurollen und sich nochmal anzuschauen, was dafür notwendig ist. Und dann ist es aber wichtig, weil dann planst du so, okay, dann planst du 75 Neukunden im Monat, so, das kannst du nicht im ersten Monat machen.
okay, das dauert ein bisschen, bis die Ressourcen aufgebaut sind, dann verteilt man das schon so ein bisschen in Zukunft und sieht, welcher Wert könnte rauskommen, wenn alles perfekt läuft. Und dann hast du, das ist dann deine Planung fürs Jahr. Und dann hast du aber danach, aber dann hast du monatlich, unterjährig, jeden Monat neu. Und also auf dieser Planung stellst du auf, Januar bis Dezember, und dann guckst du immer, wo du bist. Und was hast du noch nicht geschafft, was hat länger gedauert, als du dachtest, und gleichst das miteinander ab. Und vielleicht hast du jetzt zum Beispiel 3 Millionen Umsatz gemacht, und wir hätten jetzt, normalerweise hätten wir jetzt geplant, eine realistische Planung, dass wir diesen Monat, dieses Jahr 5 machen. Jetzt haben wir aber gesagt, in unserer Übung haben wir gesagt, okay, was muss passieren, damit wir 10 Millionen machen? Und dann landen wir am Ende des Tages, landen wir vielleicht bei 6,5. Dann sagt man, fuck, ganz schön weit weg von den 10. Aber auf der anderen Seite bist du 1,5 Millionen drüber von dem, was du ursprünglich gedacht hast, dass du planst. Und das ist halt die Strategie dahinter. Ne? Du fühlst dich dann nicht so geil, aber du bist insgesamt deutlich weiter gekommen, als du dachtest. Und vor allem hast du schon Dinge gebaut, die nächstes Jahr 10 Millionen möglich machen. So, und das ist das, was spannend dahinter ist, wenn man skalierfähig denkt. Und deswegen da einfach irrational denken am Anfang, einmal nochmal ein bisschen größer als sonst, und dann shoot for the moon und du landest in den Sternen sozusagen. Das ist dann so, du bist trotzdem weiter, als du, wenn du konservativ normal geplant hättest. Das ist die erste Planung, die du haben musst, damit du grundsätzlich aktivierende Fragen hast, Bock hast wieder darauf, nicht satt bist, denkst, okay, geil, das brauche ich noch, das sind neue Systeme, neue Denkansätze, ich kann mein Business Development Team auf einmal auslasten. Was meinst du, was wir danach für einen Katalog hatten, ne? An Themen, die wir jetzt brauchen? Wir sind im Jahresmeeting auf Dinge gekommen, okay, macht mega Sinn, auch da noch das und das einzubauen und so, ne? Auf solche Ideen gekommen. Was müssen wir in Automatisierung bauen? Wo muss der Steuerberater wie seine Daten einlesen? Kann es Sinn machen, mit KI im Controlling zu arbeiten? Alles sowas prüfen wir jetzt so, ne? Solche Geschichten dahinter. Und sowas ist halt spannend. Und dann brauchst du aber die zweite Planung. Das ist ein sogenannter rollierender Forecast. Das bedeutet, bist dann im Februar, bekommst die Januarzahlen. Dann arbeitest du die Januarzahlen ein und siehst, okay, ich bin ein bisschen unter Plan. Und dann musst du halt den Forecast wieder aktualisieren. Dann planst du ein bisschen konservativer. Und dann hast du sozusagen diesen rollierenden Forecast. Jeden Monat mit den neuen Ist-Zahlen, mit den neuen Annahmen planst du konservativ, kaufmännisch, vernünftig deinen Forecast und vor allem deine Liquiditäts-Forecast. Und dann hast du sozusagen die Ebene Plan. Das ist die ambitionierte. Und dann hast du laufend den Forecast. Und der ist konservativ. Und der wird jeden Monat aktualisiert und der bleibt das ganze Jahr gleich. Und auf dem, der das ganze Jahr gleich bleibt, machst du deinen Planist-Vergleich und guckst, okay, ich loser, so, aber bin trotzdem weiter, als ich ursprünglich dachte. Und hier bei dem, auf dieser Basis triffst du deine unternehmerischen Entscheidungen. Weil das ist der passive, der konservative, kann ich mir den Mitarbeiter leisten, da gucke ich nicht hier oben rein. Natürlich kann ich mir den leisten, ey, wir planen 30 Millionen im Jahr. Hier unten ist das, okay, kann ich mir den leisten, habe ich die Liquidität dafür. So, das sind dann, so denkt man und so geht man in die Richtung rein. Dann hast du 2 Pläne, einen fürs ein Jahr aufgestellt und einen, der monatlich geupdatet wird, der vorsichtig ist. Deswegen braucht man 2 Planungen, so haben wir es jetzt dieses Jahr auch am Laufen. Und so haben wir auch unsere Finanzplanungssoftware übrigens aufgebaut, dass wir genau diese Ebenen haben. Wir haben eine Ist-Ebene, die durchläuft, wo man seine Ist-Zahlen sieht. Gesundheit, wir haben eine Planebene mit drin, die ambitioniert ist, aktivierend wirkt, Bock macht auf die Themen, die richtigen Fragen stellt, und wir haben eine Forecast-Ebene, die kaufmännisch rational ist, jeden Monat aktualisiert wird und auf der Basis die Entscheidung treffen.